Hallo allerseits. Heute möchte ich euch meine 5 Lieblingsbuchreihen vorstellen, weil ich immer mal wieder gefragt werde, was so meine Lieblingsbücher sind. Das ist nicht so einfach zu beantworten, aber zu sagen, welche Reihen ich am liebsten mag, ist einfacher zu beantworten. Zum einen, weil ich nicht ganz so viele Reihen wie Einzelbände besitze und zum anderen, weil Reihen mehr Bücher umfassen als Einzelbände. Wer hätte das gedacht? Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum es keine Rezension gibt. Das liegt daran, dass ich dienstags Skandinavistik geschrieben habe und donnerstags Soziologie. Skandinavistik lief nicht so gut und von Soziologie kann ich es euch noch nicht erzählen, weil in meiner Welt noch Mittwochabend ist. Und ja, deswegen bin ich nicht so viel zum Lesen gekommen diese Woche, weil ich sehr viel lernen musste, aber ich wollte das Video nicht ausfallen lassen. Und das erste Buch, beziehungsweise die erste Reihe, die ich euch vorstellen möchte, ist die Klippenland-Chroniken. Die ersten 3 Teile werden unter dem klangvollen Titel Twig, das bedeutet so viel wie Zweig auf Englisch, zusammengefasst. Und umfassen die erste von 3 Trilogien, die insgesamt zu den Klippenland-Chroniken gehören. Es gibt noch 3 Ergänzungsbücher. Eine Kurzgeschichtensammlung ist das eine, der sogenannte 9,5. Band. Dann gibt es noch das Buch der Helden und ich glaube die Helden von Muddelerde. Ich weiß nicht, warum es Muddelerde heißt, weil eigentlich heißt die Welt Mittelerde. Keine Ahnung. Jedenfalls geht es um den menschenähnlichen Jungen. Ich sage menschenähnlich, weil hier an den Ohren seht ihr zum Beispiel, dass er nicht ganz menschlich ist. Würde ich jetzt mal behaupten. Jungen Twig, der bei Kobolden im Dunkelwald aufwächst und nicht ganz glücklich damit ist, dass er eben kein Kobold ist und deswegen auch gehänselt wird und sich auf die Suche nach seiner Familie oder überhaupt anderen wie ihm macht. Dabei erlebt er einige Abenteuer, denn der Dunkelwald ist eigentlich fürchterlich gefährlich und nichts für kleine Jungs. Die ganze Reihe umfasst die Trilogie von Twig, die Trilogie von Twigs Vater und die Trilogie von Twigs Enkel, glaube ich. Also es sind irgendwie immer männliche Protagonisten, fragt mich nicht warum. Aber ich liebe die Reihe einfach, weil es nie langweilig wird, dadurch, dass die einzelnen Bände jetzt auch nicht so dünn sind, also so 300 bis 400 Seiten, wird es eben nicht langweilig. Es gibt einen Haufen Figuren, so dass man auf jeden Fall irgendwen findet, mit dem man sich identifizieren kann. Und das mag ich eigentlich sehr, sehr gerne an der Reihe. Eine Reihe, die ich auch sehr, sehr mag und die ihr alle mal lesen müsst, auch wenn ihr kein Science-Fiction mögt. Das Mars-Projekt von Andreas Eschbach. Ich glaube, das ist tatsächlich die einzige deutschsprachige, also im Original deutschsprachige Science-Fiction-Serie, die ich überhaupt besitze oder jemals gelesen habe, wenn mich nicht alles täuscht. Und in das Mars-Projekt geht es um Kinder, die auf dem Mars groß werden und die ungefähr 12-jährige Ellen entdeckt Spuren außerirdischen Lebens. Jedenfalls glaubt sie das, aber ihr will niemand glauben, dass sie da was entdeckt hat. Und ja, manche denken auch, dass das totales Wunschdenken von ihr ist, dass sie glaubt, dass ihr Vater immer noch irgendwie am Leben ist. Der ist nämlich vor Jahren verschwunden, vor sehr, sehr vielen Jahren. Und das Ganze ist turbulent. Zwischendurch in der Reihe soll dann auch noch die Mars-Kolonie abgebrochen werden. Aber das ist für Ellen zum Beispiel wahnsinnig gefährlich, weil sie eine Frühgeburt war und ihre Lunge überhaupt gar nicht mit der Erdschwerkraft klar käme. Und alles. Ellen war die erste Figur, mit der ich mich jemals identifizieren konnte. Also ich habe nichts mit der Lunge oder so, aber ich fand sie einfach cool und tough und bewundernswert und ich mochte die Reihe sehr, sehr gerne. Für mich hat sie damals mit diesem kleinen Buch angefangen, das den klangvollen Titel Gibt es Leben auf dem Mars heißt, trägt. Und ja, das ist so eine Art Vorgeschichte. Die Handlung wird ja im ersten Buch eigentlich vorausgesetzt, wobei man das hier nicht explizit gelesen haben muss. Fragt mich nicht, wo die Logik dahinter ist. Aber das ist so ein ganz guter Einstieg, um zu gucken, ob die Reihe was für einen ist oder ja nicht so, weil es mit 3,95 auch nicht so teuer ist. Ich weiß nicht, ob es das Buch überhaupt noch zu kaufen gibt. Erschienen sind die Bücher auf jeden Fall im Arena Verlag, da könnt ihr auf der Homepage mal nachgucken. Ja, dann, ich mache das jetzt so, weil es 3 Fantasy-Reihen, eine Science-Fiction-Reihe und eine Dystopie-Reihe sind, so dass ich euch jetzt nochmal eine Fantasy-Reihe vorstelle, nämlich die Gilde der schwarzen Magier. Diese Reihe dürften tatsächlich relativ viele von euch kennen. Zumindest weiß ich, dass der Name Trudy Canavan vielen geläufig ist. Und deswegen fasse ich die Handlung von Die Gilde der Schwarzen Magier auch nur kurz zusammen, weil ich zu diesen Büchern schon relativ oft was gesagt habe. Es geht um Sonea, die in den Hüttenvierteln lebt. In unserer Welt würde man wahrscheinlich dazu einfach Slum oder Ghetto sagen. Und ja, also Magie ist was, was eigentlich nur so den Adligen vorbehalten ist von ihrer Welt. Und sie hätte halt niemals damit gerechnet, dass sie über magische Kräfte verfügen könnte, weil halt niemand bei ihr in der Familie magische Kräfte hat. Und eigentlich sind Magier in diesen Slums oder Hüttenvierteln auch nicht besonders gerne gesehen, weil das meistens ziemliche Idioten sind, die ihre Macht auch oft missbrauchen, um die armen Leute aus ihren Hütten zu vertreiben, um diese Stadt eben sozusagen zu säubern. Sie geht dann nach einem längeren Versteckspiel vor der Gilde in die Gilde, um zu lernen, ihre Magie zu kontrollieren, weil sie sonst sich selbst und einen Großteil ihrer Umgebung in die Luft jagen könnte, dahin.
lernt, ihre Magie zu kontrollieren, aber das Ganze ist nicht so einfach, weil sie natürlich die einzige aus der Unterschicht ist an dieser Gilde und deswegen auch geächtet wird und es auch verschiedene Leute gibt, die sie nicht so gerne dort hätten. Ihr könnt euch vorstellen, dass das Ganze ein bisschen komplizierter ist. Zu dieser Trilogie gehört noch das Prequel Magie, das könnt ihr hier bewundern. Ich stelle meine Bücher inzwischen hier zumindest mit dem Cover nach vorne. Ich weiß nicht, ob ihr sowas gut findet oder nicht oder wie ihr eure Bücher hinstellt. Inzwischen gibt es wohl den Trend, seine Bücher mit dem Buchschnitt nach vorne zu stellen. Also so, dass man nur den Buchschnitt sieht, was ich irgendwie ein bisschen unlogisch finde, weil man dann ja nicht weiß, welches Buch es ist. Naja. Und dann gibt es noch die Trilogie Sonea, die gehört auch zu der Reihe. Ich weiß nicht, also als ich die das erste Mal gelesen habe, Sonea, fand ich die ehrlich gesagt nicht so bombastisch, aber ich habe neulich die Gilde der Schwarzen Magier nochmal gelesen und da fand ich auch den zweiten Band, den ich vorher mal sterbenslangweilig fand, eigentlich ziemlich gut. Deswegen hoffe ich, dass ich, wenn ich Sonea nochmal lese, es mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen wird. Das Prequel Magie ist meiner Meinung nach so ungefähr der beste Teil der ganzen Reihe bisher, was wahrscheinlich daran liegt, dass es ein eigenständiger Band ist, der in sich abgeschlossen ist, der vieles erklärt, aber auf der Welt aufbaut und voraussetzt eigentlich, dass man die Trilogie, die Gilde der Schwarzen Magier, gelesen hat. Es gibt noch eine ähnliche Reihe von Trudy Canavan, die heißt Die Magie der tausend Welten oder auf Englisch The Millennium's Rule. Manche von euch lesen ja wahrscheinlich auch eher auf Englisch. Lest ihr eigentlich auf Englisch oder auf Deutsch? Die finde ich aber ähnlich. Beide spielen in der Welt Kyralia. Und ja, also deswegen sind halt viele gesellschaftliche Strukturen und so auch sehr ähnlich. Auch wenn die in unterschiedlichen Zeiten spielen, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, welche von beiden früher spielt. Ich würde sagen, dass die Gilde der Schwarzen Magier ja später spielt. Das kann ich aber nicht eindeutig beantworten. Vielleicht kann das jemand von euch. Ja, dann noch eine Trilogie. Also es ist tatsächlich eine Trilogie und keine Reihe. Aber wir wollen jetzt mal großzügig sein. Die mir sehr am Herzen liegt, ist Panem. Panem finde ich wirklich fantastisch und es ist lustig, wie ich an diese Trilogie gekommen bin. Ursprünglich habe ich mir die Bücher nämlich mal, ich weiß gar nicht, ob er es wusste, vom großen Bruder meiner damaligen besten Freundin, einer Nachbarin von mir, die jetzt in Mainz Jura studiert, wo auch mein Freund studiert, ausgeliehen. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob er das wusste. Sorry, Takuma. Und ja, also Panem ist einfach toll, das hat mich damals direkt gefesselt. Ich habe mir die Bücher dann unzählige Male aus der Bücherei ausgeliehen, bevor ich irgendwann in der 7. Klasse an den Schuber gekommen bin. Weil in der 7. oder 8. Klasse, also als ich dann damals in der 7. oder 8. war, auch der erste Film rauskam und mit jedem Film kam ja ein neuer Schuber raus. Die Handlung von Die Hungerspiele ist, glaube ich, bekannt. Ich mochte den zweiten Teil immer am liebsten, den dritten Teil am wenigsten, weil ich den irgendwie ziemlich brutal fand. Also noch brutal als den Rest der Reihe und irgendwie auch mit ein paar sehr unnötigen Toten gespickt. Es gibt ja diesen einen ganz speziellen Tod, so ungefähr gegen Ende des dritten Bandes, von dem ich mir nur dachte, warum? Warum musste diese Person sterben? Das verstehe ich bis heute nicht und jeder, der die Trilogie gelesen oder die Filme gesehen hat, weiß, glaube ich, genau welchen Tod ich meine. Und es gibt einfach so Figurentode, die einen komplett aufregen. In Tintenherz ist es dasselbe. Aber Tintenherz ist jetzt hier nicht das Thema und deswegen mache ich jetzt weiter mit... Ich bin verwirrt. Genau, hier. Der goldene Kompass. Ich erhebe diese Trilogie jetzt in den Status einer Reihe, denn es gibt jetzt das Prequel über den wilden Fluss, was ja auch wieder eine Trilogie wird, also irgendwie scheint so Trilogie zu Trilogie irgendwie der neue Trend zu sein. Der Goldene Kompass mag ich sehr, sehr gerne, der dritte Teil ist, ich habe es vor euch irgendwann mal nachgeguckt, tatsächlich zur Hälfte vom selben Team übersetzt wie der erste und zweite Band. Also der erste Band wurde von zwei Männern übersetzt, der zweite dann nur noch von dem einen Mann und der dritte dann von dem einen Mann, der übrig geblieben ist und einer Frau. Und ich finde, dass der Schreibstil einfach komplett anders ist. Die Handlung des dritten Teils finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so bombastisch, beziehungsweise an manchen Stellen irgendwie nicht so cool dadurch, wie sie halt eben beschrieben ist. Das finde ich sehr, sehr schade, weil ich die Reihe ansonsten sehr, sehr mag. Über den wilden Fluss hat mir auch wahnsinnig gut gefallen und ich kann es eigentlich nicht abwarten, dass der nächste Teil kommt. Dabei erfährt man ja sowas wie Lyras Vorgeschichte, also als sie noch so ein Baby war, was ja eine Zeit ist, an die sie sich logischerweise nicht erinnern kann, weswegen wir darüber nichts wissen. Der Goldene Kompass ist fantastisch. Ich setze einfach voraus, dass ihr alle wisst, worum es geht. Und für die, die es nicht wissen, ein Mädchen findet ein Adityoreter, was so eine Art Wahrheitsmesser ist. Und sie lebt in einer sehr, sehr kirchlich geprägten Welt. Und ja, die Kirche ist dabei so quasi die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und das gilt es zu verhindern. Ich muss ehrlich sagen, als ich das Buch bzw. die Reihe das erste Mal gelesen oder einen Film gesehen habe, ist mir nicht aufgefallen, wie krass die Prägung durch die Kirche ist.
Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, okay, wie kann man nur so dumm sein? Aber also für mich als nicht getauften Menschen ist es tatsächlich relativ alltäglich, irgendwie mit der Kirche hier und der Kirche da und der Kirche überall konfrontiert zu werden, ohne dass es mich in dem Sinne persönlich betrifft. Deswegen ist es mir vielleicht nicht so aufgefallen. Oder auch einfach, weil ich relativ jung war, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ja, ich habe erst den Film gesehen und dann das Buch gelesen. Ich gebe es zu und ich versinke in ewiger Schande. Und ja, als ich es dann nochmal gelesen hatte und auch einige Hinweise darauf gelesen hatte, wie kirchlich das eigentlich alles ist, ist es mir dann auch aufgefallen. Oh Wunder, oh Wunder. Genau, das war es jetzt so mit meinen 5 Lieblingsreihen. Irgendwie komme ich immer noch dadurch durcheinander, dass hier die Bücher so liegen, wie sie jetzt hier liegen. Das muss jetzt keinen tieferen Sinn für euch ergeben. Genau, wahrscheinlich ist mein Hirn einfach ein bisschen matsch davon, dass ich heute so viel Soziologie gelernt habe, also so den ganzen Tag. Ich habe sogar Training ausfallen lassen, um für die Klausur zu lernen und das ist nicht normal bei mir. Ich hoffe, dass ihr jetzt Spaß mit dem Video hattet. Mich würde mal interessieren, zu welcher Uhrzeit ihr meine Videos eigentlich immer guckt. Ich achte ja immer akribisch darauf, dass sie um Punkt Mitternacht online sind. Die Frage ist euch das überhaupt wichtig oder ist euch das ehrlich gesagt egal? Es könnte sein, dass diese wunderbare Funktion bei mir bald wegfällt, wenn ich am 20. Februar aus dem Partnerprogramm ausscheiden werde. Juhu! Und dann wäre halt so die Frage, soll ich weiterhin versuchen, das zu einer bestimmten Uhrzeit hochzuladen? Ist es euch egal? Was sind so die Wochentage, die für euch am besten passen? Und cool, dass die Speicherkarte jetzt voll ist und ich für den Abschluss noch ein extra Video machen muss. Also bleibt fröhlich und gesund, wollte ich nur sagen. Und bis zum nächsten Mal. Beantwortet mir bitte die Fragen, die ich so zwischendurch immer mal wieder dezent eingeschoben habe. Und viel Spaß!